Hallo, hier ist wieder einmal Matthias, euer Mathe-Trainer aus Dresden. In diesem Video wollen wir zusammen die Grenzwerte von Termen mit Exponentialfunktionen studieren. Und das betrifft vor allem Grenzwerte dieser Art. Das Besondere an diesen Grenzwerten ist jetzt, dass das n ausschließlich im Exponenten vorkommt, daher Exponentialfunktionen. Na, solche Strukturen wollen wir untersuchen. Wir schauen uns dabei in diesem Video zwei Beispiele an. Eins, was einen klaren Zahlengrenzwert hat und eins, was einen trivialen Grenzwert hat, also gegen unendlich bzw. gegen Null geht. Und dann schauen wir uns das Ganze direkt einmal an und starten mit dem ersten Beispiel. Limes dieser Struktur. Wenn du die Videos aus der anderen Serie bereits gesehen hast, das, was ich mit Muster 1 bezeichnet habe, dann wirst du die grobe Idee davon bereits kennen. Wenn nicht, klick einfach mal hier oben in die Infocard und lass dir dort nochmal die anderen Muster zeigen, dann hast du die Verknüpfung mit dem anderen Muster, was bereits bekannt ist. Wir schauen uns einfach mal diesen Grenzwert an und sehen, dass wir den nach einem ähnlichen Muster lösen können. Der Trick bei Polynomen, also wenn oben und unten ein Polynom stand, war ja, dass man den Summanden mit dem maximalen Grad rauszieht. Und das funktioniert auch hier. Man nimmt einfach den Summanden mit dem maximalen Exponenten. In dem Fall sieht das Ganze also so aus. Limes von n gegen unendlich, also der maximalen Basis. 6 hoch n ist die maximale Basis, das heißt, diese 6 hoch n ziehe ich einmal raus. 6 hoch n durch 6 hoch n, und zwar oben und unten. Mache ich das Ganze oben mal, dann erhalte ich oben die 1 und die 2 bleibt stehen und ich erhalte 1 durch 2 hoch n. Ja, das kann man sich durchaus noch mal ein bisschen überlegen, warum das der Fall ist. Naja, aus einem einfachen Grunde. Wenn ich die 3 hoch n habe und das Ganze, da sozusagen die 6 hoch n rausziehe, dann teile ich ja durch die 6 hoch n. Und das heißt, ich habe im Prinzip 3 halbe hoch n und damit 1 halb hoch n. Und damit kann ich schreiben 1 durch 2 hoch n. Na, das Ganze funktioniert im Prinzip auf der Idee, dass 3 mal 2 ja 6 ist und dass es sich dadurch insgesamt zu diesem 6 hoch n verknüpft. Das heißt, was wir hier an der Stelle machen müssen, ist einfach kurz im Kopf das Ganze, die 3 durch die 6 teilen, die 2 hinschreiben und dann sind wir fertig. Das machen wir oben und das machen wir nochmal unten. Unten ist es ein ganzes Stückchen einfacher. Unten erhalte ich 1 minus 4 durch 6 hoch n und kann das Ganze jetzt wie in dem anderen Beispiel durcharbeiten. Na, die 6 hoch n kürzt sich einmal oben und unten raus. Und hier sehe ich wieder, Exponentialfunktion wächst sehr schnell. Das Ganze wird also unten gegen unendlich gehen. Insgesamt geht dieser Summand gegen 0. Und auch hier, das geht ebenfalls gegen 0. Das heißt, ich erhalte insgesamt die Antwort 1 plus 2 mal 0 durch 1 minus 0. Und das ist in dem Fall einfach nur 1. Gut. Das passiert, wenn oben und unten der gleiche maximale Grad vorliegt. Liegt ein unterschiedlicher maximaler Grad vor, dann kann immer eine Entscheidung plus, minus, unendlich oder 0 getroffen werden. Machen wir dazu ein Beispiel. Zweitens, Limes n gegen unendlich von 4 hoch n minus 3 geteilt durch 2 hoch n mal 4 hoch n plus 3. Wenn wir das vorliegen haben, würde ich persönlich empfehlen, gerade für den Anfang ist es immer etwas leichter, einmal den maximalen Exponenten rauszuziehen und vorher nochmal auszumultiplizieren. Das heißt, in einem Beispiel wie diesem hier wird vorher erstmal alles vereinfacht. Limes n gegen unendlich, 4 hoch n minus 3 geteilt durch 2 hoch n mal 4 hoch n. Potenzgesetz ergibt 8 hoch n minus 3 mal 2 hoch n. Na? So, und jetzt ziehen wir wieder den maximalen Exponenten raus. Ich empfehle es immer, also den größeren Term, der mit der maximalen Basis, den ziehen wir raus. Ich empfehle immer, den Term aus dem Nenner rauszuziehen, weil dadurch der Grenzwert definiert wird. Wir ziehen also 8 hoch n raus und erhalten Limes n gegen unendlich von
Ja, 4 hoch n durch 8 hoch n, das können wir uns kurz nochmal überlegen, machen wir ähnlich wie oben. 4 hoch n geteilt durch 8 hoch n. Kurz mal selbst überlegen, Video auf Pause stellen, vielleicht kriegst du es sogar selber raus. Ansonsten gucken wir kurz gleich, wie es weitergeht. 4 hoch n durch 8 hoch n, das sind 4 Achtel hoch n, 1 halb hoch n und damit 1 durch 2 hoch n. Genau, das bekommen wir also oben raus. 1 durch 2 hoch n, 8 hoch n durch 8 hoch n mal 1 durch 2 hoch n minus 3 geteilt durch 1 minus 3 mal 2 hoch n. Kurz mal selbst überlegen, Video auf Pause schalten. Wir machen gleich weiter. Und weiter geht's. 1 durch 4 hoch n. Na? Ich hoffe, das hast du soweit auch selbst richtig gemacht und könntest auch da selbst diese Aufgabe soweit rausziehen. Ah, jetzt haben wir hier noch was vergessen, oben bei der 3. Die müssen wir natürlich noch durch 8 hoch n teilen. So, wieder geht's weiter. Wir teilen das 8 hoch n einmal weg, das kürzen wir raus und haben dann übrig, aha, das geht gegen 0, das geht gegen 0, das gegen 1 und das gegen 0. Und damit haben wir einen definierten Grenzwert, nämlich 0 minus 0 durch 1 minus 0 und damit 0. Im Prinzip hätten wir das sogar schon eher sehen können, denn der Grad im Nenner, also der Grad, die Größe der Basis in dem Fall, die Größe der Basis im Nenner, das 8 hoch n ist ja größer als das 4 hoch n. Das heißt, es muss im Nenner auch stärker wachsen als im Zähler. Wunderbar, haben wir das durchgesprochen. Wenn du jetzt persönlich sagst, ja, das Video war ganz cool, das war hilfreich, dann schenk uns ein Like und abonniere gerne unseren Kanal. Und wenn du noch mehr wissen möchtest über die Grenzwerte, dann schau bitte gerne noch mal in unsere Playlist rein. Und wir helfen dir an einigen Stellen weiter und können da noch weitere Tipps rund um das Thema Grenzwerte an dich weitergeben. Die Playlist wird daraus bestehen, dass alle Grenzwertarten, die man im Prinzip irgendwo in einem Mathe-Nebenfach finden kann, dass wir die alle durchdiskutieren. Du kannst also in dieser Playlist fündig werden. Und wenn du irgendwo eine Frage hast, wo du nicht weiterkommst, schreib uns einfach unten einen Kommentar hin und wir gehen darauf ein. Und ich kann noch mal ein Video dazu produzieren. In dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.